Willkommen bei Pizza and More. Warum schmeckt denn beim Italiener, beim guten Italiener, die Pizzasoße, also die Tomaten auf der Pizza, oftmals viel fruchtiger und besser als sonst irgendwo? Mein Name ist Jürgen und ich zeige euch jetzt, wie man es schafft, eine genauso geniale Tomatensoße herzustellen, wie man es wirklich beim guten und klasse Italiener vorfinden. Aber bevor wir jetzt mit der Zubereitung von der Tomatensoße anfangen, möchte ich euch generell zum Thema Tomaten nur ein bisschen was sagen. Und zwar ist es das Beste, wenn man, natürlich, man kann frische Tomaten nehmen. Mit den frischen Tomaten ist es natürlich so eine Sache, das ist nur dann ideal, wenn auch wirklich bei uns Tomatenzeit ist. Das Problem von frischen Tomaten, die man zum Beispiel im Supermarkt kaufen, ist, die werden immer unreif geerntet, denn ansonsten, wenn die reif geerntet würden, dann wären die Tomaten absolut kaputt, bis wir sie kaufen. Also die wären immer grün oder unreif geerntet, damit sie den Transportweg überstehen und damit sie auch noch im Supermarkt lecker ausschauen und auch bei uns zu Hause noch einige Zeit halten. Deswegen, die eigenen Tomaten, selbst wenn man im Garten welche hat, ja, mit Sicherheit absolut genial, aber halt nur dann, wenn sie vollreif vom Strauch weggeerntet werden können. Wenn wir jetzt Dosentomaten oder auf Dosentomaten zurückgreifen, dann empfiehlt sich's natürlich immer, Tomaten zu nehmen, die am Stück sind. Also nicht schon diese geschredderten oder diese kleinen Tomaten, denn das ist halt wirklich der, naja, Tomatenreste, die dort reinkommen, behaupte ich jetzt einfach mal. Und wenn man Tomaten kauft, die am Stück sind, dann weiß man halt, okay, das sind noch ganze Tomaten und die sind einfach dann in die Dose kommen. Dann zum Reifegrad von den Tomaten ist es zum Beispiel wichtig, meistens beim Mindesthaltbarkeitsdatum, da steht eine dreistellige Zahl. Und diese dreistellige Zahl, die sollte idealerweise zwischen 190 und zwischen 230 liegen. Denn diese Zahl sagt aus, an welchem Tag im Jahr die Tomate geerntet worden ist. Also in diesem Bereich zwischen 190 und 230 sind die Tomaten vollreif und wenn sie zu dieser Zeit geerntet werden, haben sie absolut das richtige und das leckere Aroma. Und wenn diese Tomaten in diesem Zeitraum geerntet werden, dann sind die, wie gesagt, bereits vollreif. Die pflücken die Tomaten und die werden sofort verarbeitet. Und das ist natürlich dann das, was so gut ist, weil einfach vollreife Tomaten in der Dose landen. Ich persönlich bin Fan von den San Marzano Tomaten. Die San Marzano Tomaten, das sind so, ist eine uralte Tomatensorte aus Italien, aus Kampanien, die schon fast ausgestorben war. Denn die Tomaten wachsen an ziemlich niedrigen Sträuchern, also absolut in Bodennähe. Man muss die wirklich von Hand pflücken. Die kann man jetzt nicht mit der Maschine pflücken. Und das ist der Grund, warum dann irgendwann die Tomatenbauern gesagt haben, naja, wir nehmen andere Tomaten, weil die einfach geschickter sind zum Ernten, wenn wir da nicht am Boden rumkrabbeln müssen und mit die Hände die Tomaten pflücken und alles, was eben dann maschinell war, war dann einfach besser. Aber inzwischen hat die San Marzano Tomate, die ist wieder auferstanden, die ist lebt wieder auf, hauptsächlich eben wegen Pizzabacken. Die San Marzano Tomate ist leicht länglich, hat eine Größe von ungefähr 10 cm und hat ein richtig leckeres Aroma, ein sehr fruchtiges Aroma, eine sehr ausgewogene Säure. Das ist eine richtig leckere Tomate. Man kann natürlich auch irgendwelche anderen Tomaten kaufen, das ist klar. Man muss jetzt nicht unbedingt San Marzano Tomaten nehmen. Eins ist allerdings wichtig, man muss auf die Inhaltsstoffe achten, die auf so einer Dose stehen. Denn auf der Dose stehen die Inhaltsstoffe, es müssen alle Inhaltsstoffe draufstehen. Und da sollten eigentlich maximal 3 unterschiedliche Zutaten draufstehen. Zutat Nummer 1 sind Tomaten, logisch. Zutat Nummer 2 ist Tomatensaft und bei manchen Tomaten noch Salz. Sollte dort Zitronensäure draufstehen, dann würde ich persönlich die Finger davon weglassen, denn das sind meistens dann die absolut Billigtomaten, die teilweise aus China kommen. Also China ist das Land, wo am meisten Tomaten angebaut werden und dann exportiert werden, obwohl China selber will gar keine Tomaten, die exportieren sie nur. Die Zitronensäure wird dann deswegen benutzt, denn diese günstigen oder billigeren Tomaten, die wären tatsächlich chemisch gehäutet, also die wären in Lauge eingelegt, wären mit der Lauge gehäutet und zum Neutralisieren dieser Lauge braucht man dann die Zitronensäure. Dadurch wird natürlich die Zitrone
nicht die Zitrone. Dadurch wird natürlich die Tomate ein bisschen säuerlicher und die müssen die Zitronensäure auf der Packung angeben. Also das steht tatsächlich drauf. Dann gibt es auf den Tomatendosen, wenn sie aus Italien kommen, gerade so bei den San Marzano Tomaten, noch einen Hinweis, der heißt DOP. Mit diesem DOP-Hinweis wird also darauf hingewiesen oder wird eben ausgedrückt, ja, diese Tomaten, bei denen handelt es sich tatsächlich um Tomaten, die aus einem bestimmten Anbaugebiet kommen und das ist dann entsprechend garantiert. Also die kommen garantiert nirgends anders her. Das DOP darf auch nur da drauf stehen, wenn sie auch wirklich aus dieser Region kommen. Die zweite Sache, die auf so einer Dose stehen sollte, damit man weiß, es handelt sich tatsächlich um italienische Tomaten, ist 100% Tomaten aus Italien. Wenn hier nur droben steht, dass die Tomaten zum Beispiel in Italien produziert, dass das Produkt in Italien produziert wurde oder dass das Produkt in Italien verpackt wurde, dann handelt es sich wieder meistens nicht um italienische Tomaten, sondern eben wieder aus Tomaten aus Fernost. Ja, das jetzt mal vorneweg, damit man weiß, okay, auf was kann man denn, kann man achten, muss man natürlich nicht, auf was kann man achten, wenn man so eine Dose Tomaten kauft. Ich persönlich schaue tatsächlich drauf, wie gerade vorhin schon gesagt, ich bin Fan von diesen San Marzano Tomaten. Mir schmecken die wirklich am besten. Ich habe schon mehrere ausprobiert und deswegen greife ich wirklich auf die San Marzano Tomaten zurück. Dann würde ich sagen, machen wir mal so eine leckere Tomatensauce. Was ich euch hier jetzt zeige, ist wirklich ein richtiges italienisches Rezept. Denn es gibt die sogenannte AVPN, das ist die Associazione Verace Pizza Napoletana. Das ist ein Regelwerk, oder da haben einige Pizzaiolos ein Regelwerk erstellt. Und in dem Regelwerk steht wirklich genau drin, was braucht man für eine neapolitanische Pizza. Und dort steht zum Beispiel auch niedergeschrieben, wie denn so eine Pizzasauce ausschauen muss. Und zwar steht dort drin, eine Pizzasauce sind Tomaten und 4 Gramm Salz. Natürlich, wer möchte, kann frischen Basilikum reintun. Schadet überhaupt nicht. Man kann auch Olivenöl noch mit reintun. 5 Gramm Olivenöl und ein paar Blätter Basilikum schadet in dieser Tomatensauce überhaupt nicht. Ich persönlich tue den Basilikum und das Olivenöl direkt auf die Pizza. Deswegen lasse ich es aus der Tomatensauce heraus. Aber jetzt machen wir die Tomatensauce laut AVPN und so, wie sie ich persönlich immer mache. Und zwar nehmen wir einfach die Tomaten, das sind jetzt hier wie gesagt San Marzano Tomaten, die schütten wir in einen Behälter. Und dann hier kann man jetzt zum Beispiel schon sehen, wie die Tomaten ausschauen. Wir haben hier ganze Tomaten. Das ist die Tomate am Stück, das ist jetzt eine San Marzano Tomate, die ist gehäutet. Und die müssen wir jetzt klein machen. Wir könnten die jetzt natürlich in den Mixer werfen. Ja, könnte man tatsächlich tun, aber das machen wir nicht. Denn hier in dieser Tomate sind Kerne, wenn auch die San Marzano Tomate sehr wenig Kerne hat. Aber mit dem Mixer wird man diese Kerne zerstören und durch das Zerstören dieser Kerne wird ein bitterer Geschmack entstehen und den wollen wir eben nicht. Deswegen zerdrücken wir oder zerkleinern wir einfach die Tomaten mit unseren Händen. Logischerweise muss man die Hände vorher gründlich waschen. Und das machen wir jetzt einfach mit allen Tomaten. Sollte man in diesen Tomaten irgendeine Stelle finden, die nicht ganz so schön ist, dann können wir die raustun. Genauso wie ich auch immer hier den Strunk raustue und eben dieses Mittelteil der Tomate, das hier ein bisschen fasrig und hart ist, das mag ich nicht in meiner Tomatensauce, deswegen tue ich es einfach raus. So, und wenn dann die Tomaten alle zerkleinert sind, dann kommt unsere einzige Zutat rein, 4 Gramm feines Meersalz. Ich tue oftmals 5 Gramm rein, aber für mich, ob das jetzt 4 Gramm oder 5 Gramm sind, ich merke da tatsächlich geschmacklich keinen Unterschied. Laut AVPN kommt pro 100 Gramm Tomaten 1 Gramm Salz. Und das Ganze mischen wir jetzt um und schon ist unsere Tomatensauce fertig. Und jetzt hat man schon gesehen, wie schnell und wie einfach so eine Tomatensauce zu machen geht. Ich weiß schon, viele Leute tun hier dann noch Oregano rein, Knoblauch, Pfeffer, was weiß ich, alles für Gewürze. Aber meine persönliche Meinung ist, mit all diesen verschiedenen Gewürzen in der Tomatensauce
zerstört man den ganzen feinen Geschmack der Tomate. Und das ist ja genau das, was ich eigentlich auf der Pizza möchte. Nämlich Tomaten und nicht irgendein Sugo oder irgendein Sugo für ein Ragout zum Beispiel. Aber wie gesagt, das kann natürlich jeder machen, wie er möchte. Wenn jemand hier die Soße einkochen möchte, weil sie ihm zu flüssig ist, weil sie ihm nicht tomatig genug ist und man tut dann noch ein Tomatenmark mit rein oder sonst irgendwelche Gewürze. Absolut, kann jeder natürlich machen, wie er will. Das hier ist jetzt tatsächlich ein original italienisches Rezept. Wir haben hier nur Tomaten und Salz. Und ich empfehle euch wirklich, selbst wenn ihr bis jetzt immer die Tomaten irgendwie gekocht habt oder sonst irgendwas gemacht habt, probiert das einfach mal aus. Ihr werdet sehen, was das für ein absolut exzellenter, tomatiger und feiner Geschmack ist. Für den Fall, dass ihr wollt, dass ich mal Tomatensoße aus vollreifen Tomaten mache und hier drüber ein Video mache, schreibt es einfach in die Kommentare. Jetzt sind wir am Ende angekommen. Es wird Zeit zum Pizzabacken, denn die Tomatensoße brauchen wir natürlich zum Pizzabacken. Bitte probiert es aus, ihr werdet sehen, es schmeckt absolut genial. Für den Fall, dass euch mein Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Abo meines Kanals. Und ansonsten, ciao!